Herzlich willkommen bei mehr Perma als Kultur. Ja, und da ist wieder das Problem. Permakultur. Ich habe das so oft gehört. Ja, was ist Permakultur eigentlich? Oder was ist, was heißt Permakultur? Permakultur heißt ja Permanent Agriculture. Und das bedeutet eigentlich, man muss permanent irgendwie Agriculture, also permanent Landwirtschaft betreiben. Allerdings ist es, das ist jetzt direkte Übersetzung. Oh, ich höre, es kommt Gewitter. Aber Permanent Agriculture ist ja eine Philosophie nach Bill Mollison und seinem Schüler. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Gibt es tolle Bücher. Ich kann die verlinken da unten. Seht ihr da? Da sind die Bücher schon drin in der Infobox. Und das ist natürlich ein Designkonzept, um, ja, also da, ich kann das eigentlich gar nicht in kurzen Abständen beschreiben oder so ganz kurz beschreiben. Manche machen das. Es ist ein Designkonzept, also ein Gestaltungskonzept. Design, es hört sich jetzt so englisch an, ein Gestaltungskonzept, wie ich praktisch in der Natur nachahmen kann, eine intakte, funktionierende Natur nachahmen kann und kann trotzdem immer wieder Erträge erzielen. Und diese Natur versorgt sich selbst und arbeitet in Kreisläufen, in natürlichen Kreisläufen. Ich versuche sie zu simulieren, entnehme mir aber natürlich immer wieder meinen Vorteil daraus. Und der kann physischer und psychischer Art sein. Also ich kann mir eine Permakultur-Natur-Umgebung schaffen, wo ich ständig ernte und was zu essen habe. Und ich kann mir auch eine Permakultur-Umgebung schaffen, wo die Psyche praktisch wirklich bedient wird und ich in meine Ruhe komme. Einfach eine tolle, intakte, wenn es ein Blumengarten ist, der sich gut miteinander harmoniert, und ich mich einfach an den Insekten erfreue. Und die Perste und wenn ihr meinen Kanaltrailer gesehen habt, beziehungsweise das Video, das verlinke ich jetzt mal hier. Und zwar meine Art der Permakultur. Warum mehr Perma als Kultur? Ganz wichtig, guckt euch das an. Dann ist eigentlich der Kanal erklärt, wieso, weshalb, warum das so heißt. Dann wisst ihr, warum ich auf nicht so viel Perma stehe, sondern mehr auf nicht so viel Kultur, sondern mehr auf Perma. Wir sind jetzt gerade im besten Perma. Hier, schaut. Das ist das allerbeste Perma, was es gibt. Und zwar ist das ein Wald. Hier sind Prozesse, die sind überall. Also ein einzelner Baum hier, das ist ein komplettes Ökosystem. Und unten der Boden, der ganze Boden ist ein Ökosystem. Hier lebt ganz viel. Und das spielt unheimlich viel ineinander. Und es ist so, dass bestimmte Sachen hier gut wachsen, manche Sachen wachsen schlechter und die werden versorgt. Und es gibt ein ständiges Sterben. Jetzt seht ihr mal hier, das ist halt Holz, das ist Totholz. Ne? Man könnte sagen, boah, altes Holz. Früher wurde ganz viel Holz weggeräumt zum Verfeuern. Machen wir heute da zum Glück nicht mehr. Und dann tut dieses Holz, so ein Beispiel, das wurde einfach hier abgesägt. Seht ihr den Baum, das ist der Stumpf abgesägt und der Stumpf liegt noch. Da haben sich ganz viele Mikroben angesiedelt, da haben sich Würmer, Käfer angesiedelt, Asseln. Also das ist selbst dieser Baumstamm, der da liegt, das ist ein Ökosystem. Und die zersetzen dieses Holz und produzieren wieder einen Humus für andere Pflanzen. Da wachsen dann Pilze drauf und so weiter und so fort. Und die Pilze kann ich entnehmen. Und genauso, hier habe ich jetzt gerade keine, ein bisschen weiter weg sind Heidelbeeren. Das ist eine typische Frucht für den Wald oder Brombeeren. Und diese Brombeeren, die kann ich ja halt essen. Und es gibt natürlich auch ein paar Wildkräuter im Wald, die man essen kann. Allerdings ist ein Wald keine typische Wildkräuterwiese. Also zum Beispiel, es gibt hier kaum Wegerich oder so. Es gibt im Wald, also fast nie, sei denn auf den Wegen, wo die Leute gehen. Das heißt ja auch Wegerich. Oder in Amerika der Fußabdruck des weißen Mannes. Weil Wegeriche halt von Tieren oder so auf Fahrten die Samen verbreitet werden. So, und hier haben wir jetzt, wenn man jetzt im ersten Moment guckt, nicht viel zu essen. Allerdings ist so ein Wald halt nicht ein physisches Permakreis. Ja, ist es schon, aber nichts, was wir jetzt, sag ich mal, im großen Stil essen können. Allerdings erbringt uns Wärme. Wir haben Holz. Er bringt uns Baumaterial, so ein Wald. Und er bringt uns, was ganz wichtig ist, Sauerstoff. Sauerstoff. Und deswegen brauchen wir die Wälder. Und was noch viel krasser ist, was keiner weiß, ein Wald ist ein Wasserspeicher.
und eine riesen Verdunstungsfläche. Wenn ich jetzt eine riesengroße Ackerfläche habe und diese Ackerfläche, das ist einfach nur eine glatte Fläche. Könnt ihr sehen, ein glattes Blatt Papier, hier in die Fläche und da verdunstet im Laufe des Tages so und so viel Wasser. Und das verdunstet mehr Wasser, als aufgenommen wird. Und das Wasser, was abends dann runterkommt, nachts hat man einen Tau, Luftfeuchtigkeit steigt, das Wasser fällt. Und auf dieser glatten Fläche kann auch nur so ein gewisser Teil gefangen werden. Dringt vielleicht gar nicht richtig ein, am nächsten Tag kommt die Sonne und brennt das wieder weg. Und das hast du hier im Wald nicht, wenn ihr seht. Das ist eine Riesenfläche. Jedes Blatt vergrößert die Fläche. Der Baum geht nach oben und ich wage mal zu behaupten, wenn ich einen Hektar habe und habe auf einem Hektar eine riesengroße Buche stehen, dann ist die Oberfläche der Buche mit allen ihren Blättern genauso groß. Es gibt sicherlich Berechnungen, wo das ganz genau steht. Und deswegen sind Bäume wahnsinnig wichtig. Ein Baum ist ein Ökosystem und ein Baum ist ein Schattenspender. Und jetzt fängt es richtig an zu regnen und es gewittert. Deswegen werde ich jetzt mal zum Schluss kommen. Wald ist unheimlich wichtig und selbst wenn ihr in dem Wald nicht viel zu essen finden solltet. Ja, also ich meine, klar gibt es Pilze und es gibt im Wald Tiere, wenn man da drauf steht, die zu essen. Ich mag das nicht, weil die Tiere sind genauso, ja, haben genauso viel ein Recht zu leben wie du und ich. Aber wer das mag, hat natürlich die Möglichkeit, auch da entsprechend was zu entnehmen. Die Jäger machen das, die dürfen das. Wir dürfen das nicht. Früher in der Jäger- und Sammlergesellschaft, dann hat sich halt jeder das Recht genommen. Später dann in der Feudalgesellschaft gab es das Recht dann nur noch Hochwild und Niederwild. Ja, dann durften die kleinen Leutchen nur noch die Fasane nicht, das war schon Hochwild. Ja, die Hasen durften sie essen und vielleicht ein paar Perlhühner. Aber Rehe zum Beispiel, das war Hochwild, das durfte das gemeine Volk nicht jagen. Und da kommt auch eigentlich der ganze Forstbetrieb her. Und die Förster, die haben halt geschaut, dass das gute Wild nur für die, ja, für, ich sag mal, Hautwolle oder früher die herrschende Klasse, genauer gesagt, ja, den Adel und sein Gefolge ist. Ja, und wir haben hier halt ein Ökosystem, was uns alles, was wir brauchen, spendet. Und es gibt ja das System der Waldgärten, das ist ein Video extra wert. Und man kann auch mit Permakultur, mit permanenten Eingreifen, die Wälder essbar machen. Bei Regenwäldern ist das schon automatisch oft da. Wir überlegen nur Avocados und sowas, das ist ein Baum, der aus dem Regenwald kommt. Und hier ist es halt so, dass wir jetzt, ich stehe eigentlich jetzt gerade in einer Fichtenwüste. Das sieht jetzt ein bisschen krass aus, aber das ist wirklich nur die Stelle. Hier sicher sind wir hinter mir gleich eine Eiche, da haben wir auch eine Eiche. Also das war nur die andere Richtung hinter der Kamera. Das sind halt gerade mal Fichten. Und hier haben wir halt Eichen und wir haben Buchen und wir haben hier unheimlich viele verschiedene. Das ist übrigens der Taranter Wald. 10 Quadratkilometer groß, ein Riesenwaldgebiet. Sowas findet man gerade in Ostdeutschland leider selten. Also ein Mischwaldgebiet. Ne? Es ist kein, also diese Nadelwälder, Hubschrauber. Diese Nadelwälder in Brandenburg und Mecklenburg, das sind ja eigentlich krasse Mono-Reinkulturen. Mono- und Reinkulturen. Und deswegen sind die jetzt auch bei der Trockenheit so wahnsinnig anfällig für den Borkenkäfer oder der Harz. Der Harz war mal komplett bewaldet mit Buchenwäldern, Buchenmischwald. Und wurde schon zur Zeit im Mittelalter komplett abgeholzt für die Gewinnung der Kupfererze im Mansfelder Land. Und dann hat man ihn aufgeforstet, den Harz, mit Nadelbäumen. Und das ist halt eine Mono-Reinkultur. Also das Schlimmste, was es gibt. Monokultur ist schon nicht schön, Reinkultur ist nicht schön, aber Mono-Reinkultur ist so ziemlich das Krasseste. Deswegen, ja, sind die auch anfällig. Da fehlen die ganzen Prozesse nicht. Ja, die sind halt, wie soll ich das jetzt sagen, komme jetzt gerade nicht drauf. Egal, jedenfalls die ganzen Prozesse sind sowas von anfällig. Sobald da in dieses System irgendwie eine Störgröße reinkommt, bricht das Ganze zusammen. Und die Störgröße ist momentan die Trockenheit. Dann kommt Sturm und der Borkenkäfer und dann hast du halt einen Riesenschaden. Und das ist halt auch der Gedanke der Permakultur, keine Reinkultur- oder Monokulturflächen anzusiedeln, weil da sich nichts gegeneinander schützen kann. Ja? Das ist halt alles angreifbar.
Oh, und das war mal hier von mir. Einfach mal so aus dem Wald das beste Perma. Und das beste Perma ist der Wald, wenn der Wald wachsen kann, wie er möchte. Und dadurch, dass wir halt auch immer mehr werden und nicht nur das entnehmen wollten, was der Wald sowieso hergibt, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr, gibt es halt die Permakultur, dass wir da ein bisschen vielleicht auch nachhelfen und so manche Früchte oder manche Sorten in den Wald tragen und dann dort auch ernten können. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo.